Was geht, Leute? Willkommen bei Atomic Summer zum ersten Quick-Tipp-Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr aus dem alten T-Shirt, was ihr eigentlich nicht mehr anzieht, vielleicht sogar ein bisschen zu groß ist, der Idealfall nämlich, wie ihr euch da ein schönes Cut-Off macht, beziehungsweise Tanktop, und ihr dann wieder verwenden könnt. Los geht's! So, den ersten Schritt, den ich mache, ist, ich klappe das T-Shirt auf die Höhe, wo ich den Cut ansetzen möchte. Ungefähr eine Handbreit von der Achselhöhle hier, sage ich mal, von der Naht Abstand, und die Falte deswegen, damit ich auf beiden Seiten den gleichen Abstand habe. Dann beginne ich zu schneiden. Im besten Fall habt ihr natürlich eine Stoffschere, da lässt sich das T-Shirt am besten cutten. Dann geht ihr erstmal hier unten ziemlich steil rein, macht hier einen kreisrunden Schnitt und geht dann vom Kreisrunden hoch ins Gerade. Erste Seite fertig. Natürlich lasst es jetzt umgeklappt, damit ihr auf der anderen Seite die gleiche Höhe habt. Und zack, so habt ihr einen gleich hohen Schnitt. Jetzt haben wir natürlich noch hier oben den Kragen. Je nachdem, man kann dran lassen, wie man das machen möchte, das ist jedem natürlich selbst überlassen. Ich schneide mir in diesem Fall ab. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich mache hier einen kleinen Cut rein direkt. Die Tiefe könnt ihr euch natürlich selbst bestimmen. Schon ist der Kragen fertig. Somit wäre das Tanktop fertig. Je nachdem könnt ihr natürlich wieder variieren. Hinten haben wir jetzt die gleiche Breite wie vorne. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Da könnt ihr noch mal mehr ausschneiden, dass man den Rücken im Endeffekt besser sieht. Das werde ich jetzt gleich noch mal mit euch machen.